Nespresso. Das ist meine Marke. Unvergleichbar. Es ist die einzige Marke, an der man ja, besser als bei jeder anderen Marke erklären kann, wie Marketing funktioniert, wie die Integration sämtlicher Instrumente funktioniert und wie man eine Marke auch attraktiv und anziehend machen kann und gleichzeitig auch so aktuelle Themen mit beinhaltet, wie das Thema Multisensualität. Denn jeden Morgen, wenn ich mal einen Espresso trinke, höre ich das, wenn ich die Maschine anwerfe. Ich habe das Geräusch, was dazu passt. Ich habe den Geruch, der bei der Zubereitung entsteht und natürlich den Geschmack. Und die Haptik wird mir auch gegeben durch spezielle Nespresso-Tassen, sodass ich ein ganzheitliches Produkterlebnis habe und jeden Morgen wieder neu. Das ist das, was die Faszination dieser Marke für mich ausmacht. Ganzheitliche Markenerlebnisse zu kreieren, die gerade im Zeitalter der Digitalisierung das sinnlich Wahrnehmbare an Bedeutung gewinnt. Und der Aufbau von Markenwelten über Flagship-Stores und so weiter. Und wenn man sich so einen Nespresso-Laden anschaut, das ist ja eine Launch, das ist eine Erlebniswelt, in die man da eintaucht. Und das ist ein ganz klarer Trend für Marken, sich stärker auch sinnlich darzustellen. Irgendwann wollte ich vor kurzem dann wieder eine Bose-Anlage kaufen. Dann bin ich doch nochmal ins Internet gegangen. Und da wurde mir plötzlich die Augen geöffnet. Im Internet wird die Marke von den Hi-Fi-Freaks nicht als Bose bezeichnet, sondern als böse. Und da habe ich gesehen, wie stark die Marke ihr Qualitätsversprechen, was es ursprünglich mal hatte, auch von der Materialqualität, wie weit das aufgegeben wurde und es eigentlich zu einer Massenmarke geworden bin. Und da habe ich mich von der Marke getrennt. Ich habe mich von der Marke betrogen gefühlt. Nespresso. Wenn es eine Frau wäre und nicht George Clooney wäre.